Hallo zusammen, ich bin Nami, aber bekannt oder man kennt mich auch als Tsunami. Ich erkläre heute einen Spine-Transfer, den ich gerne mache, und ich mir den Trick an meiner Arbeit und auf was ich überhaupt grundsätzlich so ein bisschen achte, wenn ich einen neuen Trick lehre. Hallo zusammen, ich bin Joy und ich mache heute auch einen Spine-Transfer. Hallo. Also, ich habe heute ein Froschgümpel über das Bein gemacht. Und um das überhaupt zuerst zu üben, muss man die Fakie-Landung haben. Und das mache ich als erstes. Dann gehe ich einmal rauf und gehe Fakie wieder runter, dass ich das überhaupt eingumpen kann. Und dann gehe ich mit den Toe-Stops schon ein bisschen vor das Bein und habe mich gleichzeitig mit den Armen, dass ich schon ein bisschen das Gefühl bekomme, um mit den Beinen raufzukommen. Und nachher gehe ich eigentlich schon mit den Füßen auf die Coping und hebe mich mit den Armen und gehe wieder hinten runter. Und nachher gehe ich eigentlich auf die Coping und gehe wieder runter. Das ist die Vorstufe. Und wenn ich das gemacht habe, mache ich das Ganze nochmal schnell. Und nachher kann man drüber kumpen. Also, jetzt was bei mir. Bei dem Trick schwierig war, wo ich Mühe hatte, war einfach der Brainfuck, dass die Füße hängen bleiben an der Coping. Und durch das entstehen auch die vielen Schritte, oder dass ich mal auf die Coping raufkomme, sicher auf der Coping bin und dann wieder runter kann. Und prinzipiell, wenn ich einen neuen Trick lehre, jetzt auch egal welchen, dann nehme ich eigentlich den Trick auseinander und probiere Zwischenschritte einzeln. Und am Schluss setze ich eigentlich das Ganze zusammen und dann entsteht der Trick. Als allererstes, um den Trick zu erarbeiten, habe ich ihn einfach in den Quarter geübt. Das heisst, ich versuche einfach die Drehung voraus zu machen, damit man das Gefühl bekommt, damit man auch den Schwung richtig holt, damit man so ein bisschen eine Seitwärtsschraubendrehung macht. Das habe ich zuerst an den Quarter geübt. Und dann geht man ans Bein. Man muss natürlich ein bisschen sicher sein beim Fakie fahren und sich ein bisschen wohlfühlen mit dem. Und dann kann man in erster Linie einfach mal rückwärts auf das Bein losfahren, die Drehung machen und mal mit den Beinen so auf die Coping zum Beispiel. Man muss noch nicht gerade drüber. Einfach so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen. Als zweites ist es nachher wichtig, dass man nicht zu früh abdreht und ein gewisses, man braucht eine gewisse Geschwindigkeit, dass man drüber kommt. Sonst ist die ganze Rotation einfach zu früh. Und die Rotation sollte ja über den Coping, also über das Bein eigentlich stattfinden. Und wenn man diesen Schritt gemeistert hat, dann kommt eigentlich das Ganze als Ablauf. Das heisst, schön unterhalten sie mit dem Arm, Schwung holen. Die andere Hand, wo man nicht Schwung holt, am besten schon so richtig Skates ausstrecken, damit man graben kann, weil sonst nimmt man sie eben blöderweise vorne und kann sich abstoßen. Also hier schon safe, bei den Händen auf der Seite, also bei den Beinen auf der Seite und dann drüber ziehen. Ja. Ein bisschen aufpassen, dass man nicht hängen bleibt, sonst geht man vorne aufs Loch ab. Aber normalerweise passiert eigentlich nicht viel, wenn man immer in den Training landet. Okay, also bei diesem Trick ist es wie bei den meisten Sachen so halt eine Überwindungsgeschichte gewesen. Man muss es mit einer gewissen Grundgeschwindigkeit machen und mit genug Elan rein, so, nur so halb funktioniert es nicht. Also man muss sich trauen, man muss voll rein. Aber, wenn man das gemacht hat, dann ist es eigentlich eine flüssige Angelegenheit. Es ist ein flüssiger Move. Aber auch da natürlich hängen bleiben kann man durchaus. Und für das ist sicher Helmschutz, Knieschutz, wenn man es braucht, Ellbogen, Handgelenk, sicher von Vorteil. Grundsätzlich bin ich seit der Geburt von meinem Kind eigentlich sowieso ein Helmträger. Vorher bin ich da ein bisschen Last gewesen. Aber jetzt finde ich doch, schützt euch den Kopf. Es hilft auch, einfach sich wohl zu fühlen, um etwas Neues auszuprobieren. Ich tue grundsätzlich, wenn ich einen neuen Trick, wenn ich irgendwo in einem Video oder bei jemand anderem einen coolen Trick gesehen habe, wenn ich mich für mich überlege, in welchen Schritt kann ich das angehen, was kann ich schon, was ist neu.
Ich finde noch einen recht guten Tipp, dass man auch wenn man im Skatepark ist, auch mal immer allein geht, was ich zum Beispiel oft gemacht habe, dass man auch mal einen anderen fragt. Dass man einfach auch die Selbstbewusstsein hat und wenn man sieht, es schaut auf den Glider oder auf den Skateboard oder auf den Skateboard zu, dass man den fragt, hey, was kann ich anders machen, dass er einem einen Tipp gibt. Weil ich finde, eine Meinung von außen kann sehr helfen. Also mir hilft das auch, mit anderen Leuten über den Trick zu reden, wenn ich es zum Beispiel nach 20 Mal nicht schaffe. Also, go for it und habt Spaß. Ha!